Hey Leute, willkommen zurück zu God of War, Ghost of Sparta. Wir machen weiter am Vulkan von Methana. Bah. Bah. Ja, ja, ich muss hier bestimmt mal fletschen, den Typ, ne? Immer schön die Decke lang. Das kann auch nur Kratos. Wird sich kein anderer trauen, sage ich euch. Oh oh, da kommen die Spinnen wieder. Ah, also diese vierbeinigen Spinnen. Wenn man es so bezeichnen kann. Da kommt eine Spinne. Ja. Irgendwie treffen die nicht besonders gut, die Viecher. Ihr seid nicht die besten Treffer. Okay. Einmal runter, bitte. Sehr gut. Wow. Ich dachte schon, das wird jetzt wieder ein Reinfall. Im wahrsten Sinne. Warte mal. Nee. Ich glaube nicht, dass es da noch was gibt. Kann ich denn die Klinge 8000... Ja, das... Geist von Herkules, Mut des Herkules und Hyperions Eile. Etc. etc. So, Kinder. Was haben wir hier noch? Ist mir ein bisschen zu heiß hier. Aha, sieht interessant aus. Die Caldera. Nee, also wenn ich was nicht mag, dann ist es Lava und... Ja, ja. Knack. Geht das auch wieder hier, ne? Hey. Was seid ihr für... Viecher, Papageien oder was? Bots. Ihr seid ja kurios. Ja, irgendwelche infernalischen Papageien waren das. Da oben ist eine Kiste. Ne, doch nicht. Da ist ein Bücherständer. Hat Ständer gesagt. Ja. So, was haben wir denn hier? Kann ich nichts. Oh Gott, diese Lava. Ich will gar nicht wissen, wie heiß das ist. Eigentlich schon zu heiß, dass gerade das hier einfach so vorbeigehen könnte, ne? Achso. Der Weg ist blockiert. Das sehe ich auch, ja? Das sehe ich auch. Was sind das da für Typen? Oh Gott, ich wollte springen. Und da gucken, ob ich was greifen kann. Was wollen wir wetten, dass ihr gleich zum Leben erwacht? Ja, ja. Na, Dickerchen. Bleib da weg! Okay. Erstmal hier gucken. Halt! Du brichst den Zaun des Berges über uns alle! Ich lasse nicht zu, dass du mein Werk zerstörst! Oh doch, ich mach das mal, ja? Halt! Der Soldat verbietet es! Wer gebietet es? Du? Ja, ja, ist gut. Kannst mich nicht aufhalten. Oh, ist das... wie heißt der nochmal? Terra. Ist das Terra? Wir warten schon eine lange Zeit hier auf den Auserwählten, der uns befreien würde. Gaia hat unsere Rettung vorhergesagt. Geist Spartas. Ich bin nicht hier wegen dir oder deinesgleichen. Du bist so naiv, Kratos. Dein Weg führte dich zu mir. Du brauchst meine Hilfe. Ich brauche nichts von dir, Terra. Wenn du mich nicht befreist, dann wird mein Schicksal deins. Du stirbst hier mit mir. Befreie mich. Befreie mich und meine Macht gehört dir.
Ohne sie bleiben wir beide weiter Gefangene unserer Qualen. Na, oh, hört sich an wie so ein armes Großmütterchen. Na komm. Befreie ich sie jetzt oder töte ich sie damit? Ach du Scheiße, Terras Fluch. Terras Kräfte können Athenes Klingen mit Feuer laden. Oh, oh, das ist ganz was Neues. Wie mies ist das denn? Oh nein! Terra, ich hab dich doch befreit, oder nicht? Hallo? Ich hab gar nichts getan, du Arsch. Das war Kratos. Oh wow. Entschuldigt, der wird. Ich wollte mich muten und hab genießt. Oh, dann habe ich aus Versehen das Ding eingeschaltet. Terras Fluch! R1 gedrückt halten, Klingen entfachen. Die Feueranzeige nimmt mit der Zeit ab und regeneriert sich bei Nichtbenutzung. Das ist ja schön. Normale Angriffe sind gegen Panzerung machtlos. Nur das Feuer von Terras Fluch kann sie durchbrechen. Oh. Au. Hey. Hallo? Sag mal. Das ist ein bisschen kacke, meinst du nicht? Wie lange dauert das denn? Oh, das kann ich nicht blocken. Nee, das kann ich nicht blocken. Au. Au, was soll das denn? Hey. Oh, gib mir deinen Arm, du Scheißer. Das Automaton-Rad. Das Rad ist die Waffe des Automaton und dient zudem als Schlüssel. Okay, jetzt habe ich auch noch... Jetzt habe ich auch gleich noch einen Schlüssel bekommen. Wie kann ich den denn... Na gut, ich kann wohl das Rad nicht benutzen, oder? Was haben wir denn? Auge von Atlantis. Nein, das will ich nicht. Terras Fluch? Aha. Erhöhter Feuerschaden, schnellere Regeneration. Verbesserter sengender Kern. Ja. Ich will trotzdem erstmal die Klingen verbessern und dann kümmere ich mich um das Feuer, oder? Das ist ärgerlich, dass ich jetzt schon so viel habe. Ja, ich beschwere mich gerade ernsthaft darüber, dass ich mehr Möglichkeiten habe, aber... Weiß ja nicht. Ich hätte gerne erstmal die Klingen so auf Stufe 2, 3 und dann... Also 2 habe ich ja schon. Ach, hier haben wir es ja. Und ein Auge. Die archimedische Schraube diente dazu, Wasser auf höhere Ebenen zu transportieren. Die Atlanter entwickelten die Technik weiter. Indem sie Schrauben aus einem fast unzerstörbaren Material herstellten, das hohen Temperaturen standhielt. Sie platzierten diese Schrauben an bestimmten Stellen im Vulkan, um sich den bildenden Druck abzuleiten. Sie hofften, dadurch einen Ausbruch verhindern zu können, der Atlantis zerstören und ihre großartige Zivilisation auslöschen würde. Oh, lass mich raten, ich muss die Schrauben kaputt machen. Ja, ich weiß schon. Oh! Ist ja nett. Jetzt läuft der Vulkan voll, ne? Hast du gut gemacht, Kratos. Zerstör halt alles. Ist schon okay. Ah, jetzt kann ich vielleicht die Wand hier aufschlagen.
Fackel geht schon mal nichts an diesem Kohlebecken. Ich wette, Kratos hat Atlantis zum Einsturz gebracht. Hä? Aha. Oh! Das ist schön. Das ist schön. Ich mag neue Fähigkeiten. Das ist echt was Neues mal, dass sie so eine Aufladefähigkeit für die Waffen gemacht haben. Finde ich cool. Boah. Finde ich sehr, sehr cool. Pam. Hast du noch nicht genug, ja? Ja. Riss die Klinge, du magst es gerne. Lecker, ne? Oh nein. Au. Hey. Hey, sag mal. Ich wollte mir das Vieh schnappen hier. Friss den Scheiß jetzt, hier! Friss ihn! Ah. Gut. Wo im Karton jetzt hier? Wo ist... Oh. Was mache ich damit? Wahrscheinlich eine Plattform irgendwie. Ah. Ah, Wasser. Okay. Ihr wisst aber schon, wie gefährlich das ist, wenn man Wasser in Lava leitet. Das spaltet sofort die Sauerstoff- und Wasserstoff aus. Ist egal. Ihr macht das schon. Ihr macht das schon richtig. Ja, Kratos ist barfuß so ziemlich. Er hat Sandalen an, ja? Wisst ihr, wie heiß das sein muss? Unglaublich heiß. Ja, in dem Teil hier zählt übrigens auch wieder nur ein Knopf. Das ist Werfen. Oder die Greifentaste, beziehungsweise. Dann ist es easy peasy. Habt ihr noch mehr? Bisschen fade gerade. Hallo. Und ja, ich rede davon, dass hier Kratos auf der Scholle durch einen Lavafluss schwimmt. Trotzdem ein bisschen fad gewesen. Mit so ein paar Käfern wieder. Komm, Auge. Da habe ich die Leiste. Ein Minotaurenhorn. Ah, okay. Die gibt's ja auch wieder. Cool. Wo war das nochmal? Nee, das ist doch nicht einzigartig. Es war in einem anderen Teil, wo man auch diese Hörner sammeln konnte. Um seine Powerleiste. In Teil 2 oder 3, da hatte man ja diese Rage-Leiste. Die konnte man auch mit den Hörnern erhöhen, glaube ich. Die gelbe. Oh, ich weiß schon, wo das hinführt. Kratos ist böse. Er bringt Atlantis zum Versinken, wenn es so weitergeht. Also mir wäre das hier eindeutig zu heiß hier, ne? Nur mit Sandalen. Nee. Okay, wir holen uns mal alles. Peng. Erhalten, warte. Oh, wie viel Wut es dafür gibt, wie viele Punkte meine ich. Hey, pass mal auf, bitte. So. Okay.
Okay, das ist Wasser. Kann ich da nicht runterlassen? Eieieiei. Diese Lavaströme, das ist doch viel zu heiß, Mensch. Da kannst du nicht einfach vorbeilaufen, das geht nicht. Das Innere des Vulkans. Ne, ich kann nichts machen, um mich runterzulassen. Oh Gott. Er wieder. Schwein. Haha, er holt sich alle Augen nur. Hol dir alle Augen, Kratos. Oh. Das ist so böse. In die Schraube. Oh, ja, komm. Ach, du Scheiße. Oh, krass. Das dreht sich immer noch. Angeschmiert, angeschmiert. Ah, oh, das ist fies. Aber das Vieh hat es ja nicht anders gewollt, oder? Hier unten ist doch bestimmt noch was. Ja. Hey. Die immer so schön auseinanderreißt. Kracks. Und kracks. Oh, die gibt mir Lebensenergie. Auge? Ja, ich habe den Lebensbalken erhöht. Sehr gut. Also gibt es wohl wieder 15 Augen, 15 Federn und 12 Hörner, schätze ich mal, weil ich brauche noch 4 für ein Upgrade. Ach nee, auch 5. Ich brauchte noch 4 mit dem einen. Okay, das bricht jetzt bestimmt bald alles weg hier. Oh Gott. Wie war Lara Croft hier? Schneller! Kratos, es bricht runter! Oh Gott. Was hast du denn da ausgedacht? Oh Gott. Mach. Mach, mach, mach. Oh. Das war deine Schuld mit dem Vulkan, das weißt du hoffentlich. Oha. Oh Gott. Ich finde das nicht lustig. Oh. Nein, da kommt noch einer. Was soll ich denn machen? Hallo? Jetzt freeze das Bild. Hallo? Hat sie es aufgehängt? Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehängt. Hallo? Oh, Kinder. Es ist ätzend. Es geht nicht weiter. Da mache ich immer Schluss. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder zu God of War. Ghost of Sparta. Tschüss, bis zum nächsten Mal.